Aus. Aus, sag ich. Mann! Jetzt hör doch auf, mal randommäßig zu hauen, du blöder Patrick. So. Alles gut. Wir sind menschlich. Wir holen uns jetzt die Leiche wieder. Wir parieren nicht. Mist. Weil wir es nicht drauf haben. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das Parieren mit diesem wunderschönen Schild etwas anders ist als mit dem Holzplanken-Ding. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, um mein Versagen zu erklären. Aua! Ah, ich bin tot. Okay, ich versuche jetzt mein Versagen nicht zu erklären. Das ist nicht erklärenswert. Okay! Nächster Anlauf. Wir haben's ja! Wir sind immer noch motiviert. Und wir haben noch drei Menschlichkeit, also kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ja. Nein, ich wollte. Junge! So. Ich sollte das Ganze vielleicht ein bisschen ernster nehmen, zumindest die Gegner. Was wäre auch langweilig, wenn man einem beim Dark Souls Spielen zuguckt, ohne dass er stirbt, es sei denn, es ist ein Speedrun. Und das ist es ja nicht. Oh, meine Leiche. So, ihr könnt mich jetzt alle mal. Ich laufe da jetzt hoch. Und dann mache ich gleich die Tür hinter mir zu. Hallo! Au, au, au. Ich vergesse mein Schild, ich vergesse mein Schild, warum auch nicht? Ne? So. Jetzt lauf. Ach Mensch. So. Erstmal was trinken. Arschloch. Na gut, du kannst ja nichts für mein Versagen. So, bringe ich euch jetzt hier rüber um. Nee, das würde zu lange dauern und ihr könnt euch wehren. Das gefällt mir nicht. So, ich bleibe jetzt einfach hier. Ich bin eine feige Sau. Ich lasse das Ding jetzt unten. Und dann vergesse ich das irgendwann und irgendwann will ich dann durchlaufen und dann sage ich mir Scheiße, muss ich den Umweg laufen. Ich kenne mich doch. Hallo. Autsch. So. Warum trete ich immer? Das ist doch totaler Quatsch. Oh, das geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven hier. Nein. No. Stirb bitte, danke. Ich brauche definitiv eine neue Waffe, das ist ja schrecklich. Willst du wohl? Mann! Meine Herren. Immer diese nervtötenden Hüllen. Mann, Mann, Mann. So. Oh, ich werde invaded. Sehr schön. Fantastisch! Das macht Spaß. Das macht Spaß. Wenn es ein Netter ist, dann haut er mich jetzt nicht, während ich hier gegen die komischen Menschen kämpfe. Erhüllen. Wenn nicht, dann habe ich keinen Respekt vor dir, komischer Invader-Mensch. So. Langschwert. So, ich möchte jetzt doch gerne den hier loswerden. Dann kann Kollege Invader gerne kommen und mich lang machen. Hallo, wo bist du? Ah, hi. Wo ist Winken? Hallo. Oh, er verbeugt sich. Dann muss ich mich auch noch verbeugen. Komm, verbeugen wir uns. Na, Kollege! Na komm. Der hat eine Rüstung an. Warum? Kann er auch nicht machen. Warum hat er eine Rüstung an? Zieh dich aus, Junge. Ach, scheiße, das ist ein Pyro. Nein! Ein Pyro! Oh Gott. Ich bin so raus. Bin so tot. Ja, bin ich gar nicht. Warum bin ich nicht tot? Das wundert mich jetzt. Umso besser. Es ist verwirrend hier. Ich bin.
Okay, ich bin doch tot. Hui. Und stirb! Na, vielleicht auch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Aua! Au! Ach Mensch. Der hat sich ein bisschen durch die Gegend gelegt. Aber zumindest hat er sich... Ah, er verbeugt sich. Dankeschön. Ich habe jetzt leider deinen Namen nicht auf dem Schirm. Aber das war ein guter Mann. Irgendwas mit Wolf war das, ne? Ich weiß es gar nicht. Okay, das ist jetzt ein Tod, den ich verdient habe. Beziehungsweise der mich nicht aufregt. So, aber wir wollen wieder menschlich werden. Vielleicht werden wir dann wieder invaded. Aber das ist ein Risiko, mit dem wir leben müssen. Es wird so lange Menschlichkeit verbraucht, bis wir keine mehr haben. Und wozu brauchen wir die denn? Das macht das Spiel alles noch viel interessanter, ne? Genau. Ja. So, ganz ruhig. Alles wird gut. So. Dü-li-dü-li-du. Hallo. Stirb. Kollege, du hättest mal warten sollen, wie der gute Mann vorhin, der mich invaded hat. Aber nein. Du kennst keine Ehre. Kennst du nicht. Hoden. So, weiß Bescheid. Wisst ihr, ich hab's runtergemacht, ne? Hab ich's gesagt, dass ich mich jetzt drüber aufregen werde? Ja. Nein, hab ich nicht. Hab ich doch. Oh, es greift mich an. Ich hab sowas geahnt. Autsch! Junge! Riech mich nicht auf! Boah, ich brauch sowas von dringend eine neue Waffe, das geht ja gar nicht. Los, droppen, schöne Waffe. Du sollst eine Waffe droppen, nicht so ein Mist. Stirb! Danke. So, wo ist der andere jetzt hin? Aus Menschlichkeit. Ja, fick dich, ich brauch keine Menschlichkeit. Du bist invaded, du blöde Kuh. Und dann verlierst du alles. Alles, was du hast. Und für was du gearbeitet hast und gelebt hast. Ja. Wo ist denn jetzt hin? Da. Da bist du. Alter, jetzt springst du runter? Ja, dann springe ich einfach auf dich drauf. Ist auch kein Problem. Bitte. Vollspaten. Tö. Ob ich da ein Problem mit hätte. Hi. Ja, du läufst weg. Du willst mich weglocken. Ja, ja. Bla, bla, bla. Als ob ich da auf reinfallen würde. Bin doch nicht blöd. Vielleicht schon ein bisschen, aber nur begrenzt. Achtung vor der Hülle. Ja, in der Tat. Stirb. So, Kollege, Kollegen, ihr seid ja mehrere. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Kirche. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Au. Au. Ich finde diese kleinen Hüllen unheimlich nervig, vor allem wenn die abgehen. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig hier. Sollte ich vielleicht sein. Ich vergesse immer, dass ich nackt bin. Merke ich dann, wenn ich sterbe. So, hier war ich schon. Um dich werde ich mich trotzdem kümmern. Weil du eine potenzielle Gefahr darstellst, mein lieber Freund. So. Weiter geht das. Da müssen noch zwei rumstehen. Jo. Hier, greif mich an. Ihr Spacken. Au, nicht so, Kinnass. Mach. So, warum habe ich dich überhaupt im Visier? Was ist das denn für Quatsch? Nein, hier. So, ich habe schon mal besser gespielt, muss ich zugeben. Und das liegt vielleicht daran, dass ich... Mir fällt keine Ausrede ein. Wir schaffen es aber heute irgendwann nochmal... Oh, hier ist jemand, den ich... Wie heißt der denn? Rastatrock! Nee, ich möchte den nicht rufen. Das wäre vielleicht übertrieben. Ich möchte ja auch nicht zum Boss jetzt. Ich möchte ja nur zum Leuchtfeuer. Rastatrock!
So, erst mal was trinken. Und dann werde ich dich niedermachen. Ach scheiße, zu spät. Ja, ich bin zu spät, ich weiß. Als ob. Als ob ich dich jetzt angreifen würde. Nein. Das müssen die bei Dark Souls 2 echt ändern, dass man nichts mehr, dass die Figur nichts mehr ausführt, was man vorher machen wollte. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich angreife, während ich angegriffen werde und dann der Schild runtergenommen wird, dann greift er trotzdem an, obwohl ich das eigentlich dann gar nicht mehr will. Ich sterbe bestimmt jetzt. Ich sehe das schon kommen. Schon wieder keine Estus-Flakone mehr. Mann, Mann, was spiele ich heute zusammen? Gute Frage. Weiß es nicht. Moin. So. Die nächsten Seelen, die ich verbrauchen werde, werden dafür drauf gehen, meine Ausrüstung zu verbessern. Namentlich meine Waffe. Beziehungsweise mir eine Waffe zu kaufen, die besser ist als das, was ich momentan habe. So, bitte. Stirb. Nein, du sollst dich nicht heilen, du sollst stirben. Danke. So, greif mich an. Oder halt nicht, dann greife ich dich eben an. Ist auch nicht das Problem. Oder stirb. Sterben. Dann eben nicht. Dann mach das so. Kerl. Immer diese Umstände. So, da liegt meine Leiche. Mit etwas Glück lebe ich so lange und werde nicht invaded, bis ich da bin. Und wenn ich invaded werde, dann lieber Invader, lass mich bitte meine Leiche aufsammeln. So, jetzt bin ich vorsichtig hier. Ich werde aus der Schussbahn des Armbrustschützen entweichen und mich dann dieser zwei Hüllen annehmen, die mich hoffentlich am Leben lassen werden. Aber vielleicht auch nicht. Ich werde sie umschiffen, elegant, und backstabben. Beim Backstabben vernachlässige ich, seitdem ich gelernt habe, wie man pariert, sträflich. Ich bleibe seitdem immer vor den Gegnern, anstatt sie zu umkreisen. Das ist nicht immer sinnvoll. Stelle ich immer mal wieder fest. So, stirb. Hallo, Überreste. Sehr schön. Auf zum Schmied, beziehungsweise zum Leuchtfeuer da hinten. Und dann werde ich auch gleich mal kurz wieder raustappen und dann bin ich mal kurz wohin entschwunden. Und werde in der Zwischenzeit wieder fantastische Musik laufen lassen. Oder auch nicht. Entfache das Leuchtfeuer. Ich meine, nicht entfachen. Doch, entfachen wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Entfache! So. Aufsteigen. Wir können genau eins aufsteigen. Dann setze ich das auch noch auf Kondition. Zwecks Blocken und Belastung, was eigentlich totaler Quark ist, aber zwecks Ausdauer. Bedeutet, man kann mehr rumspringen und mehr blocken und generell ist alles viel lustiger. Man stirbt zwar immer noch so schnell wie vorher, aber damit muss man dann leben. Sorry. Waffe verstärken kann ich das schon. Beziehungsweise, da könnte ich auch nochmal gucken. Was für eine Waffe ich denn jetzt überhaupt sinnvollerweise nehmen soll. Und ihr könnt euch darüber austauschen, ob ich ein Stärkebild oder ein Dexbild machen soll. Oder so ähnlich. So. Oi, where are you off to? I don't know. So. Ich bin mal eben raus.